dieses Tappen, dieses bilaterale Tappen, das ist ja so eine Art Beat, eine Stimulation von der rechten und linken Gehirnhälfte, wo du dich wieder eintunst, wo du wieder in ein tieferes Bewusstsein deiner selbst kommst, deinen Atem einfach wahrnimmst und das, da brauchst du dich dann nicht hinsetzen und extra meditieren oder eine große Meditation machen, sondern das kann jeder. Und deswegen ist dieses Tappen so schön, dass dich das recht schnell wieder mehr in dein Zentrum führt. Das muss nicht dann immer bedeuten, dass sich unglaublich viel auflöst und dass du sehr viele Einsichten hast. Manchmal hilft es ja einfach nur schon, Stress zu reduzieren, mehr in Bewusstsein zu kommen, wieder mehr in dein Zentrum zu kommen. Und ich würde mal sagen, das größte Leiden ist, nicht mehr richtig zu atmen. Das heißt, seinen Atem nicht mehr bewusst wahrzunehmen. Und dann fangen wir an, so in alte Vergangenheitstraumata, in altes Strudel reinzukommen. Und die möchten aufgelöst werden, bewusst gemacht werden. Ich renke mich hier in dieser Familie so aus. Und ich weiß im Moment einfach nicht, wie ich hier diese Situation loslassen kann, indem ich einfach mich an meinen Platz stelle. Ich weiß es im Moment nicht. Das Ganze aktiviert mich immer so unglaublich. Dann fange ich an, hier im Auto aufzuräumen, fange an, irgendwelche Brote zu schmieren. Eva sitzt da mit dem Computer und beantwortet irgendwelche Mails. Und ich kriege so eine Wut. So, nimmst jetzt deine beiden Hände, kannst Schmetterlingstappen machen. So, Schmetterlingstappen. Und tappst einfach. Atmest dabei ruhig in den Bauch hinein. Es geht erstmal darum, deinen Atem wieder bewusst wahrzunehmen. Dass es atmet in dir, dass du die ganze Zeit dass etwas in dir atmet. Der Atem wird dabei automatisch tiefer, ist bewusster. Durch den Atem kommt Bewusstheit in dich hinein, jetzt auch in mich. Ich spüre, wie meine Stimme sich verändert, wie ich meine Stimme spüre. Und ich tappe einfach rechts, links in einem so 1-Sekunden-Takt. Zack, 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 zack. Du kannst auch langsamer. Du kannst auch so. Wichtig ist, dass es regelmäßig ist, dass du regelmäßig nicht dabei einschläfst, auch nicht zu schnell. Manchmal kann man auch mal durch Sachen durchgehen, wo dir Bilder und Gedanken kommen, Gefühle in dir aufsteigen. Da kannst du auch mal etwas schneller tappen, wenn es dir hilft. Aber im Grunde geht es darum, gleichmäßig und regelmäßig im Tappen zu bleiben und ganz egal, was hochkommt, den Atem bewusst wahrzunehmen und in dein Herz zu atmen. Das heißt, über dein Herz zu atmen und alle Gefühle, Gedanken einfach wahrnehmen, denen nicht so viel Energie geben, das heißt auch nicht so sehr in diese Bilder und auch Einsichten, die du vielleicht bekommst, sie immer wieder auch loslassen, nicht so sehr reinsteigen, sondern einfach tappen und ins Herz atmen. Und das kannst du so 2 Minuten machen. Ich kann es jetzt einfach mal gucken, wie ich es jetzt mache. Ich merke, es wird mir in mir jetzt etwas ruhiger. Ich sage jetzt mal so laut, was ist bei mir gerade passiert. Ich spüre einen Krampf am Herzen, das geht so über die Schulter, in meinen Arm hinein. Und damit bin ich jetzt einfach mal und suche jetzt nicht nach Gründen, woher könnte das kommen. Ha 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 ha.
So, jetzt hat sich gerade irgendwas gelöst. Ich spüre plötzlich einfach eine Traurigkeit in mir hoch. Gedanken, die hochkommen, ist, ich hätte die Situation gerne anders. Ich wäre so gerne schon raus aus dem Auto. Ich wäre gerne schon weiter. Und es ist okay. Ich bin da jetzt mit. Ich laufe nicht mehr weg. Ich tappe jetzt da hinein. Okay, jetzt höre ich mal auf. Im Ganzen fühle ich mich viel, viel ruhiger. Ich spüre meinen Atem, ich spüre, dass alles um mich herum da ist. Da ist der Schutz da, da ist Ruhe da, da ist die Liebe zu Eva da, da ist die Verbindung. Und der ganze Trick, um den es bei mir im Moment geht, in dieser Situation, Ruhe zu lernen. Ruhe bewahren. Ich fühle meine Füße hier auf dem Sitz. Ich fühle meinen Po. Ich fühle meine Beine und ich fühle, ich bin da. Das ist es, was ich jetzt einfach nur zeigen wollte. Vorhin war ich sehr aktiviert, unruhig. Und jetzt fühle ich nur durch dieses bisschen Tappen schon mehr Ruhe. So, nur nochmal, um das zu zeigen. Ich habe ja gerade den Film gemacht. Jetzt ist Eva gerade gekommen. Eine ganze Tüte eingekauft mit Grünzeug, hat mir eine Suppe gebracht und das ist das, was ich meine, wenn du diese Dinge in dir auflöst, diese Spannungen, die hochkommen, sich denen hingibst, sie einlädst regelrecht, nicht mehr gegen ankämpfst, dich hinsetzt und dir Zeit nimmst, diese Sachen durchtappst und das wird zu einer Kraft in deinem Leben, dass du merkst plötzlich, dein Schwingungsfeld, das Schwingungsfeld deines Herzens verändert deine Umgebung. Es verändert sich etwas. Plötzlich bist du offen für die unterstützenden und auch guten Dinge in deinem Leben. So wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe noch nie eine Suppe von Eva bekommen, so in der Art. Ich esse die normalerweise gar nicht. Aber sie hat mir jetzt eine Suppe gebracht und es geht in den Bauch. Ich werde die jetzt zu mir nehmen und wollte dir einfach nur mal zeigen, so läuft das Leben dann. Wenn du dich deinen Sachen stellst und wenn du bereit bist, dich anzugucken und nicht dich, was du dadurch veränderst, ist, du fühlst dich weniger als Opfer deines Schicksals, als weniger als Opfer in deinem Leben, sondern du spürst, es ist eigentlich um dich herum eine sehr unterstützende, liebevolle Energie, die dir helfen will, dass du weitergehst.